Herzlich willkommen zu einer neuen Videofolge bei Mr. 1996 Steffen, welche hauptsächlich meinen Primär-PCs gewidmet sein soll. Und zwar möchte ich euch die Entwicklung meines primären PCs im Laufe der Zeit näher bringen. Angefangen hat das Ganze mit einem Laptop, einem Samsung R530 Nero, welchen ich 2010 kaufte. Ja, das war mein einziger Computer damals gewesen. Den Laptop habe ich mittlerweile verkauft. Und zwar kann ich euch aber noch die Hardware des Laptops nennen. Und zwar wird das Ganze von einem Intel Celeron T3100 angetrieben. Das ist ein alter Dual-Core mit 1,9 GHz, müsste es gewesen sein. Mit Penryn-Kern. Ja, das war schon ein ziemlich lahmes Teil. Dazu noch eine Intel GMA, ich glaube die 4500, Chipsatz-Grafik im GL31er Chipsatz, meine ich. Müsste ich nachschauen. Ja, und damit habe ich Minecraft damals gespielt. Das ging anfangs noch recht gut, aber im Laufe der Zeit wird das dann immer schlimmer. Und irgendwann war das dann so weit, dass ein Mausklick dann zwei Blöcke abriss oder platzierte im Creative-Modus und es ruckelte ziemlich stark. Eines meiner damaligen Lieblingsspiele, Rollercoaster Tycoon 3, konnte ich mit dem Laptop nicht spielen, weil die Intel-GPU des Chipsatzes nicht unterstützt wurde. Ja, diesbezüglich musste ich das Spiel an einem anderen Rechner spielen. Ja, ansonsten war noch eine 250 GB HDD verbaut mit Windows 7 Home Premium 32-Bit. Ausgeliefert wird das Teil mit 2 GB Arbeitsspeicher als 1066 MHz vermarktet, allerdings lief der glaube ich nur mit 800 MHz, ja, aufgrund des Chipsatzes. Und ansonsten ein WLAN-N-Modul mit 150 Mbit per Second war verbaut. Kein Bluetooth, drei USB 2.0 Anschlüsse glaube ich noch dazu. HDMI hatte der Laptop aber schon. Ja, ansonsten auch noch ein Nummernblock, es waren 15,6 Zöller. Aber ja, das war schon ein ziemlich lahmes Teil. Und diesbezüglich habe ich im Juni 2012 meinen ersten eigenen Desktop-PC gekauft. Und den habe ich jetzt größtenteils nachgebaut. Ja, etwas ganz Besonderes für mich. Ich muss schon mit Erstaunen feststellen, wie viel von der Hardware ich noch besitze, was ich damals in dem Rechner verbaut hatte. Also ich habe kaum was weggeschmissen. Ein bisschen habe ich allerdings weggegeben, aber ich konnte größtenteils mit meiner vorhandenen Hardware den alten primären PC von mir nachbauen. Und zwar steckt der Rechner in diesem Gehäuse. Das ist das originale Gehäuse, was ich damals 2012 kaufte. Man glaubt es kaum, ja. Was habe ich denn hier noch für einen Sticker draufkleben? Core i3, ne? Ja, ich hatte mich damals für eine Sandy Bridge-Plattform entschieden, weil mein Laptop ja auch einen Intel-Prozessor hatte. Und AMD für mich eigentlich jetzt gar nicht so in Frage kam. Naja. Aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Wie dem auch sei, beim Gehäuse handelt es sich um ein Intertech Starter NO2 genannter MIDI Tower, auch mit der Modellbezeichnung 7505 zu finden. Ja, es ist ein extrem billiges Gehäuse, hat mir, glaube ich, zusammen mit einem Netzteil 36 Euro gekostet. Und ja, man merkt im Gehäuse seine Billigkeit auch an. Überall scharfe Schnittkanten, dünnes Blech, Gewinde sind schnell überdreht und naja. Es bietet auch kaum
Platz für Kabelmanagement. Naja, damals muss ich sagen, hatte ich auch noch nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt. Der Rechner hat mir damals etwa 520 € gekostet, zusammen mit einer Windows 7 Premium 64-Bit-Lizenz. Und das war schon viel Geld für mich damals gewesen. Jetzt mit YouTube habe ich ganz andere Möglichkeiten. Und meine Primär-PCs werden auch immer leistungsfähiger mit der Zeit und ja, natürlich auch irgendwie schöner und hochwertiger. Ich schieb den Rechner jetzt mal hier vor die Kamera. So, wenn das geht. Sonst muss ich gleich noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja, oder ein bisschen die Neigungswinkel verändern. Das hier ist das Frontpanel. Verbaut hatte ich damals einen Card-Reader im 3,5 Zoll Format, intern mit USB 2.0 angebunden. Was ich ganz schön fand, war dieses Rad hier. Wenn man hier auf den Power-Knopf drückt, dann leuchtet hier auch eine blaue LED hier im Kreis. Das sieht ganz nett aus. Ansonsten gibt es hier noch zwei USB 2.0 Ports und Audio-Anschlüsse. Das war es dann auch schon. Neben einer HDD-LED und einem Reset-Knopf. Ja. Ansonsten kann man hier noch 4, 5, 1/4 Zoll Laufwerke verbauen. Hier habe ich jetzt ein DVD-ROM-Laufwerk von Samsung verbaut. Das ist auch noch das Originale. Ich kann die Frontblende ja mal kurz abnehmen. So, dann sieht man hier das Laufwerk auch noch besser. Und hier hinter ist ein Arctic F12 PWM-Lüfter verbaut. Selbst den originalen F12 von Arctic habe ich noch. Den habe ich jetzt aber nicht verbaut, weil der nur einen 3-Pin-Anschluss hat. Ich den also vom Mainboard nicht regeln kann. Ja, ich habe nämlich das originale Mainboard nicht mehr, weil ich es weggegeben habe. Beziehungsweise verkauft habe, eher gesagt. Wie auch den originalen Prozessor, den habe ich an meinen Abonnenten Dark Phoenix 420 geschickt. Allerdings ist hier jetzt ein recht ähnlicher Core i3 Sandy Bridge Prozessor verbaut. Hier bei dem Gehäuse gibt es noch die Möglichkeit, hier in der Seite 220er oder 240er Lüfter einzubauen. Ich meine, dass ich teilweise auch hier einen 120er Lüfter verschraubt hatte. Ja, die Rückseite sieht jetzt folgendermaßen aus. Das Netzteil ist nicht mehr das Originale. Das hier ist jetzt ein Thermaltake Munich mit 430 Watt. Das habe ich dann im Dezember 2015 gekauft, zu Weihnachten. Da habe ich einiges bei meinem Haupt-PC aufgerüstet. Und dann brauchte ich natürlich auch ein besseres Netzteil. Und aus der Zeit stammt dieses Modell. Weil hier in dem Gehäuse war ein furchtbares Netzteil verbaut. Eines der furchtbarsten Sorte überhaupt. Es ist ein SL500 gewesen. Ja, und das ist so ein klassischer China-Böller mit angeblichen 500 Watt als Leistungsabgabe und passiver Leistungsfaktorkorrektur und eigentlich über keinerlei Schutzbeschaltung implementiert. Ja, und auch die Kabel wirkten sehr billig und es hatte fast gar keine Anschlüsse gehabt. Es hatte lediglich einen vierpoligen Anschluss zur Stromversorgung des Prozessors und überhaupt keinen PCI Express Stromstecker zur Versorgung der Grafikkarte mit Strom. Und dann soll es 500 Watt abgeben können. Niemals. Nein. Ein gutes 500 Watt Netzteil sollte schon mindestens einen achtpoligen Stecker zur Stromversorgung des Prozessors bieten und zwei PCIe-Stecker für die Grafikkarte. Und auch einige Schutzbeschaltungen implementiert haben. Und wenn es ein sehr gutes 500 Watt Netzteil ist, dann hat es auch noch einen Übertemperaturschutz.
OTP, das steht für Over Temperature Protection abgekürzt. Wie dem auch sei, hier seht ihr die Anschlüsse des hier verbauten Sandy Bridge Mainboards mit dem Socket 1155. Es ist nicht das Originale. Das Originale hatte lediglich VGA und kein DVI-Ausgang, wenn man die iGPU des Prozessors verwenden wollte. Oh, und es hatte noch einen RS-232-Anschluss sowie zwei PS2 Ports und nicht nur einen. Aber ansonsten ja, auch vier USB 2.0 Ports, meine ich. Es hatte, glaube ich, keine 6 gehabt. Nee. Die Grafikkarte ist original, zeige ich euch gleich. Und auch die USB 3.0 Karte, die ich später dazu kaufte, ist noch die originale und die funktioniert auch noch. Ich ja, öffne jetzt mal das Seitenteil, das Seitenpanel. Ja, dieses Gehäuse hatte schon Rändelschrauben gehabt, was ganz nett war, weil ich ja auch häufiger das Gehäuse öffnete, um da was auszubauen und anders zu machen. Ja, und so wie das jetzt von der Kabelverlegung aussieht, so sah das auch damals aus. Ziemlich wüst. Wie gesagt, ist das Mainboard, was ich hier jetzt verbaut habe, nicht mehr das Originale. Das Originale stammte von Asus und zwar das Modell P8H61MLX Revision 3 mit einem H61er PCH in der B3 Revision. Also ohne SATA Gate, also ohne diesen, ja, SATA 3 Gigabit Bug. Und das ist jetzt eben hier ein Intel DH61CR. Mein einziges Mainboard mit H61er PCH. Zwischenzeitlich hatte ich noch ein Gigabyte Mainboard gehabt. Ein H61 S2PV müsste das gewesen sein. Das hat aber auch der Dark Phoenix 420 bekommen, weil er es dringender braucht als ich. Naja, und dann habe ich halt dieses Intel Mainboard noch übrig. Es hat ja auch den H61er PCH. Ja, der Prozessor hier unterm Intel Stockkühler, den ich tatsächlich damals verwendete, ist ein Core i3 2120. Damals war es der i3 2100, den ich auch dem Dark Phoenix 420 geschickt hatte. Ja gut, der i3 2120 taktet mit 3,3 GHz 200 MHz höher als der 2100er i3 mit 3,1 GHz. Naja, das ist aber der einzige Unterschied. Als GPU habe ich genau dieses Exemplar hier damals verbaut, und zwar die Palit GeForce GT 520. Ja, damit ich ja auch Rollercoaster Tycoon 3 dann spielen konnte. Weil dieses Spiel setzt eine Nvidia oder AMD Grafikkarte voraus. Dachte ich zumindest, weil ich habe jetzt festgestellt, dass Rollercoaster Tycoon 3 auf meinem Lenovo ThinkPad 1120 mit dem i3 2310M mit der HD 3000 iGPU integriert, lauffähig ist, obwohl dieser Laptop, wie gesagt, auf eine Intel-Grafiklösung zurückgreift. Naja, wie dem auch sei. Aber die GT 520 ist schon leistungsstärker als die HD 2000 des ja, i3 2100 oder in meinem Falle der 2120. Auch unterstützt die GT 520 bereits DirectX 11. Ausgestattet ist die GT 520 mit einem Gigabyte GDDR3 Grafikspeicher. Also nichts Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, wie ich eines Tages sehr lange Minecraft spielte und da war ich gerade dabei, einen Wasserturm fertigzustellen. Ja, der war ziemlich hoch und ging auch über die Wolkenschicht hinaus, beziehungsweise das Dach endete genau bei der Wolkenschicht. Und als ich dann ja, den Wasserturm baute, stellte ich fest, dass
das System immer langsamer wurde. Also es ruckelte immer stärker in Minecraft. Und irgendwann stürzte das Spiel ab und Windows 7 hatte nicht mehr Aero aktiviert, also diese durchsichtigen Leisten, sondern die waren jetzt einfarbig, wie man das auch vom Windows 7 Starter her mit dem Basic Design her kennt. So sahen die dann aus. Ja, der Grund war eine überhitzte Grafikkarte. Ich habe so lange Minecraft gespielt, dass diese GeForce GT 520 zu heiß wurde. Oha. Obwohl ich auch damals das Gehäuse schon mit Lüftern ausgestattet hatte. Einen Arctic F12 in der Front und das hier ist jetzt einer von Silence, ein 290er Lüfter. Damals war es noch ein Arctic F9, auch mit 3-Pol-Anschluss. Und da mir die zu laut waren, habe ich die über eine ja, Lüftersteuerung in Potentiometerform geregelt. Und ich habe beide Lüfter über so einen Y-Lüfter-Adapter an den einzigen verbleibenden 3-Pol-Anschluss des Mainboards angeschlossen. Ja, an den Anschluss des Asus PH63 MLX. Und ich habe mich gewundert, warum die Lüfter dauernd ja, mit der Zeit langsamer wurden. Beziehungsweise, dass das Potentiometer irgendwie immer hochohmiger wurde. Dann habe ich mir irgendwann nochmal ein neues Potentiometer gekauft. Dann wurden die Lüfter auch immer langsamer daran, obwohl ich da nichts verstellt hatte. Bis ich dann irgendwann dahinter kam, dass das Potentiometer mit der Last der beiden Lüfter nicht klarkam. Ich habe also das Potti die ganze Zeit auf Überlast betrieben. Und dann wundert es mich natürlich nicht, wenn das Potentiometer irgendwann durchschmort. Shit happens. Bis ich mir irgendwann dann einen Hochlast-Drahtwiderstand kaufte. Den habe ich jetzt immer noch, aber der ist in meinem Windows. Nein, Anno 2000er PC verbaut, damit der Lüfter des Pentium 3 1000 langsamer dreht, damit eben nicht so laut ist. Ja, habe ich sowas dann als ja, Strombegrenzer für die Lüfter dann genommen, weil ich den 3-Pol-Anschluss des Mainboards nicht regeln konnte. Dann habe ich jetzt hier noch eine USB 3.0-Karte verbaut, eine D-Log-Karte mit. Ich meine, Renesas-Controller, wie dem auch sei, weil ich auch eine externe USB 3.0-Festplatte hatte. Beziehungsweise ich habe die Karte provisorisch gekauft, damit ich auch USB 3.0-Geräte nutzen kann. Und so teuer war die Karte damals nicht. Ich glaube, 6 Euro oder so. Jetzt kostet die, glaube ich, schon 10 Euro. Ein bisschen teurer geworden. Ja, gut, dann hatte ich irgendwann noch eine FireWire-Karte von D-Log verbaut. Die steckt jetzt in meinem Primär-PC drin. Auf PCI-Express-Basis ist diese FireWire-Karte aufgebaut. Die hat mir 30 Euro gekostet. Und zwar brauchte ich die und brauche die für eine ältere Videokamera, wenn ich eine zweite Perspektive zum Filmen brauche. Und bei der Kamera ist die einzige Möglichkeit, dass ja, auf einer Mini-DV-Kassette abgespeicherte, aber in digitaler Form vorliegende Videomaterial über eine FireWire-Schnittstelle zum PC zu transferieren. Das ist die einzige Möglichkeit. USB hat die Kamera zwar auch, funktioniert aber nicht. FireWire geht nach wie vor. Ja, ich habe damals im Jahre 2012 auch eine 500 GB Seagate Festplatte, eine ST500 DM002 verbaut. Das ist genau diese hier. Die hat schon einige tausend Betriebsstunden auf den Buckel, wenn man das mit Crystal Disk Info ausliest. Aber sie funktioniert noch nach wie vor. Und damals kostete sie etwa 63 Euro. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die schlimme Flutkatastrophe im Jahre 2011 erinnern, die Japan betraf. Und Japan war damals ja auch ein großer Lieferant für Festplatten.
Dort waren eben Fabriken stationiert und sind sie vielleicht ja immer noch, die eben wichtige Bauteile für Festplatten produzierten und produzieren. Und da Festplatten rarer wurden, wurden sie dementsprechend auch immer teurer. Und das konnte man 2012 auch noch spüren. Sonst hat die Festplatte 50 Euro gekostet. Ja, ich habe sie für 63 Euro gekauft, weil ich eine Festplatte brauchte. Ja, ich hatte ja den Laptop ja noch gehabt. Da wollte ich die Festplatte aber nicht ausbauen. Und 500 Gigabyte sollten es schon sein. Ja gut, ich habe jetzt auch hier wieder Windows 7 und Premium 64-Bit installiert. Und ich habe zwei Partitionen eingerichtet. Eine mit 200 GB und eine weitere Partition mit der restlichen Speicherkapazität. Warum genau ich das so gemacht habe damals, weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich deswegen, weil auch mein Laptop über zwei Partitionen eingerichtet hatte. Im Auslieferungszustand bereits. Eine mit 100 GB und eine weitere mit der restlichen Kapazität. Und das habe ich dann auch so beibehalten. Und auf der 200er-Gigabyte-Partition habe ich Windows 7 installiert und auf der zweiten Partition meine Dateien abgelegt und auch Programme und so weiter dann installiert. Ich hatte zu meinem PC damals ein 8 GB Dual-Channel-Kit gekauft von G-Skill. Einen Moment, ich habe die Verpackung noch. Und zwar ist das hier die originale Verpackung des damals gekauften 8 GB Dual-Channel-Kits von G-Skill. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer das damals war, aber so lautet die Modellbezeichnung hier des Kits. Und zwar ein 8 GB DDR3333er Kit mit Standardlatenzen und Dual-Rank-Konstellation. Dieses Kit hat jetzt meine Schwester bekommen. Ja, und zwar hatte sie damals einen PC von Medion gehabt. Den müsste ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, weiß ich nicht genau. Jedenfalls hatte sie in ihrem PC damals 4 GB RAM verbaut gehabt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie von mir einen 4 GB Riegel abbekam und ich dann einen 2 GB Riegel von ihr, sodass wir beide dann 6 GB RAM hatten. Und das habe ich jetzt hier auch umgesetzt. Hier sind jetzt 6 GB RAM verbaut. Damals wusste ich auch noch nicht, dass dies durchaus Auswirkungen auf die Dual-Channel-Performance haben kann, weil die oberen ein Drittel der Speicherkapazität dann nur noch im Single-Channel angesprochen werden können, weil der zweite RAM dann ja keine Speicherzellen mehr bietet für die oberen 2 GB in dem Falle. Ja, komplizierte Geschichte, ich weiß. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, wenn ihr die beste Speicherperformance haben wollt, nicht auf Dual Channel verzichten und jeden Speicherkanal mit der gleichen Speichermenge bestücken. Es können durchaus unterschiedliche RAM-Riegel sein, auch von unterschiedlichen Herstellern. Das Ganze läuft im schlimmsten Falle dann mit der mit den Eigenschaften des langsamsten RAM-Moduls. Na, wie dem auch sei. So sah damals mein Primär-PC in etwa aus. Ich habe noch Bilder von damals, allerdings nicht im Urzustand, sondern ich meine, das war im Dezember 2013 zu Weihnachten gewesen. Dort habe ich meinen damaligen Primär-PC, wie der jetzt ungefähr, mit einer stärkeren Grafiklösung aufgerüstet, weil mir die GeForce GT 520 dann doch zu langsam war. Aufgerüstet habe ich natürlich wieder mit einer Nvidia-Grafikkarte
Und zwar genau dieser hier. Eine Gainboard GeForce GT 630. Basiert allerdings auch noch auf Fermi, bringt allerdings 96 Shader-Einheiten mit und 2 GB Grafikspeicher. Diese Grafikkarte hat den GF119 Fermi-Grafikchip von Nvidia implementiert mit 48 Shader-Einheiten und sie hat ja auch nur 1 GB Grafikspeicher angebunden. Ja, ansonsten unterscheiden sich die Karten hier von den Bildausgängen her nicht. Ja, damals habe ich mit der auch angefangen, Anno 2070 zu spielen, was noch ganz gut funktionierte. Ja, und da konnte ich dann auch Minecraft besser mitspielen und so weiter, ne? Bis ich mir dann erst im Dezember 2015 noch eine stärkere Grafikkarte gekauft habe. In diesem Jahr hat sich so einiges an meinem Primär-PC geändert. Dort habe ich nicht nur die Grafikkarte getauscht, sondern auch das Gehäuse, das Netzteil und mit einer SSD aufgerüstet und kurze Zeit später auch den i3 2100, um einen leistungsfähigeren Intel Xeon i3 1225 ergänzt bzw. aufgerüstet. Bei dem Gehäuse handelte es sich um das Cervitec Versa H21, war auch ziemlich billig, so ein 36 € Case, allerdings ohne eingebaut im SL500 Netzteil. Ja, noch eine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe damals den Lüfteranschluss meines Mainboards messen wollen mit einem Multimeter. Und wie es so kommen musste, habe ich den Lüfteranschluss des Asus P8 61MLX Mainboards aus Versehen kurz geschlossen. Aber da hätte man echt selber drauf kommen müssen, dass das passieren kann. Und seitdem ich den Lüfteranschluss kurz geschlossen hatte, wollte der Rechner aus dem Energiesparmodus nicht mehr aufwachen. Es war so, dass der Rechner dann ausging, wenn ich ihn versuchte, aus dem Energiesparmodus zu holen. Dann musste ich das Netzteil hinten am Netzschalter ausschalten, ein bisschen warten, dann wieder einschalten und erst dann konnte der Rechner wieder hochgefahren werden. Allerdings war das mit dem neuen Cermetec Munich 430, dieses Netzteil hier, im Jahre 2015, im Dezember dann nicht mehr der Fall gewesen. Dort hatte ich dann diese Probleme nicht mehr. Deshalb bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das SL500-Netzteil wohl einen wegbekommen hatte, als ich den Lüfteranschluss kurz schloss. Das Netzteil habe ich dem Dark Phoenix 420 geschickt und er sagte mir, dass er keine Probleme mit dem Netzteil hätte. Ja, woran es genau gelegen hat, diese Problematik, kann ich jetzt ja auch nicht mehr rekonstruieren. Nun gut, ich bin im Dezember 2015, also gedanklich, wo ich meinen PC mit vier neuen Komponenten aufgerüstet hatte. Da zeige ich euch jetzt auch ein paar Bilder zu. Wie gesagt, mit dem Cervitec Munich 430, weil ich auch ein besseres Netzteil haben wollte. Damals wusste ich schon, dass das SL500 kein gutes Netzteil war. Ja, und aufgerüstet habe ich auch mit einer Palette GeForce GTX 750 Ti. Das war eine sehr gute Grafikkarte gewesen, mit der konnte ich damals alles spielen. Ich hatte das damals verglichen gehabt mit AMD-Grafikkarten und festgestellt, dass vergleichbar schnelle AMD-Grafikkarten, also die zur GeForce GTX 750 Ti leistungstechnisch vergleichbar waren, deutlich mehr Strom aus der Steckdose zogen als eben die Nvidia-Karte. Ja, die Nvidia-Karte begnügte sich mit, ich meine, 65 Watt und AMD-Grafikkarten, die vergleichbar waren, zogen über 100 Watt aus dem Netzteil.
und hatten auch dementsprechend einen separaten GPU-Stromanschluss. Bei dem Semeltech Munich 430 Netzteil ist das nicht problematisch. Das hat ja auch einen 8-poligen PCIe-Stromstecker. Aber ich wollte jetzt keine stromhungrige Grafikkarte haben, sondern die Nvidia gefiel mir schon ganz gut, die GeForce GTX 750 Ti. Und mit der konnte ich auch noch 2070 ganz gut spielen. Und dann auch Cities Skylines. Ja, das waren schon ganz nette Erlebnisse mit der gewesen. Ja, wie gesagt, habe ich dann auch auf eine SSD aufgerüstet. Und zwar eine Samsung 850 EVO mit 250 GB, die immer noch in meinem jetzigen Primär-PC verbaut ist, weil die immer noch sehr, sehr gut ist. Irgendwann habe ich ja, wie gesagt, auf den schnelleren Intel Xeon E3-1225 aufgerüstet, um ihn irgendwann gegen einen i7-2600 ebenfalls im Jahre 2016 auszutauschen. Ja, dann gab es auch noch einen leistungsfähigeren Kühler von Silence, einer irgendwas, das Modell weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, bis es im April 2017, im letzten Jahr, dann wieder so weit war, dass ich meinen Primär-PC abermals aufrüstete. Und zwar auf eine damals brandneue AMD Ryzen-Plattform mit dem 8-kernigen Ryzen 7 1700 und auch einer neuen Grafikkarte in Form der Zotac GeForce GTX 1080 AMP Edition. Und so sieht er heute aus, mein jetziger Primär-PC. Ich mache das verglaste Seitenpanel mal ab. Und zwar ist es hier ein Echtglas-Panel, da muss man auch vorsichtig mit sein. Ja, welches ich auch ganz schick finde, weil man so ungehindert auf die Innereien des Rechners blicken kann. Und wie das ja heutzutage auch so üblich ist, ist auch mein PC mit einer beeindruckenden RGB-Beleuchtung ausgestattet. Allein das Mainboard bietet ja auch schon RGB-Beleuchtung und auch die Grafikkarte. Und zusätzlich, ich versuche euch das gleich mal zu zeigen, habe ich auch noch einen RGB-LED-Stripe eingebaut, den ich hier oben in so einer Einmuldung einklebte. Denn die Beleuchtung war für mich dann doch etwas dunkel. Deswegen. Ja, so sieht er also aus, mein jetziger Primär-PC. Und da habe ich ja einiges ausgetauscht, aber ein paar Komponenten aus damaligen Primär-PCs habe ich noch übernommen. Es sind eigentlich nur drei Komponenten. Und zwar einmal das DVD-Laufwerk, ein Samsung-DVD-Brenner, die besagte Samsung 850 EVO HDD, wo das Betriebssystem auch installiert ist. Und ich hatte es ja auch schon genannt, die FireWire-Karte von D-Log. Die sitzt über der Grafikkarte. Ansonsten ist alles neu. Auch das Netzteil, ein Corsair CS650M, da bin ich diesmal in die Vollen gegangen, mit 80 plus Gold Zertifizierung, allen erdenklichen Schutzbeschaltungen inklusive Over Temperature Protection, ein Kabelmanagement, teilmodulares Kabelmanagement und eben 650 Watt, womit der Rechner dann auch problemlos betrieben werden kann. Anfangs hatte ich dem Ryzen 7 1700 den Skyd, nicht den Skyd, sondern den Wraith Spire als Kühler zur Seite gestellt. Der wurde ja beim Ryzen 7 1700 mitgeschickt. Dann habe ich den aber gegen den Skyd Mugen 5 PCG Herdischen Turmkühler ersetzt, weil ich den Ryzen 7 auch auf 3,8 GHz übertaktet habe. Damals hatte ich noch ein
Speicherkit von Corsair aus der Vengeance-Reihe verbaut. Jedoch gefiel mir das dann nicht, weil AMD hatte ja auch anfangs Kompatibilitätsprobleme mit RAM-Modulen gehabt, die Ryzen-Prozessoren von AMD. Und so war das auch bei mir der Fall. Mehr als 2400 MHz waren nicht möglich, obwohl das Kit mit, ich meine sogar 3100 MHz betrieben werden sollte. Oder 3000 MHz. Irgendwie in die Richtung ging es. Funktionierte allerdings nicht. Und dann habe ich von dem Crucial Ballistics Spot LT RAM erfahren, wie gut man den doch tunen kann. Und tatsächlich, mein Kit ist zwar für 2400 MHz freigegeben, macht aber auch 2933 MHz mit. Und damit wird er jetzt auch betrieben. Es ist ein 16 GB Dual Channel Kit natürlich. Ansonsten habe ich auch noch neue Festplatten eingebaut. Und zwar von Seagate mal wieder mit jeweils einem Terabyte. Die laufen im RAID 0. Die beiden HDDs sitzen ja hier. Und die SSDs, vielleicht sieht man es hier so ein bisschen angedeutet, liegen über den HDDs mit im selben Halter. Und die Samsung SSD wurde hier zusammen mit der unteren HDD montiert. Bei der oberen SSD handelt es sich um eine Western Digital Green mit 240 GB, die mir Dark Phoenix 420 geschenkt hatte. Die habe ich für meine Spielesammlung vorgesehen. Und was ich noch verbaut habe, sind neben der Firewire-Karte noch eine bessere Soundkarte, eine Creative Sound Blaster Audigi FX, weil ich festgestellt habe, dass der Frontpanel-Audio-Anschluss des ATX-Mainboards keine gute Soundqualität bietet. Und zwar handelt es sich bei dem Mainboard um das ASRock X370 Gaming K4, also ein Oberklasse-Mainboard, welches auch SLI unterstützt, wenn man es nutzen möchte. Und das Board hat an für sich schon einen ziemlich guten Realtek ALC 1220 Soundcodec, aber wie gesagt, nicht an den Frontpanel-Anschlüssen konnte man von der guten Qualität was merken. Und über der Soundkarte, da sitzt noch eine Capture-Karte von StarTech. Davor hatte ich eine AFA Media Game Broadcaster AD verbaut gehabt, die ich gebraucht, ich glaube, für 80 Euro gekauft habe und für 100 Euro Profit bringt wieder verkauft habe. Ja, auch nicht schlecht. Aber die gefiel mir dann nicht, weil sie ein paar Problemchen hatte. Und jetzt habe ich die StarTech Capture Karte verbaut. Eine Capture Karte kann den Desktop-Inhalt anderer Computer aufnehmen, ohne dass man jetzt eine Kamera vor den Monitor platzieren müsste, was dann für eine deutlich bessere Qualität auch sorgt, wenn man das über die Capture-Karte aufnimmt. Das war der Hintergedanke. Und die StarTech-Karte, ich drehe den Rechner mal, dass ihr auch die rückseitigen Anschlüsse seht, hat einen DVI-Anschluss. Ich muss eben kurz gucken, ob ihr das noch sehen könnt. Ja, das ist der hier. Und da kann man auch analoge Signale mit aufnehmen. Die werden natürlich dann auch digitalisiert. Und zwar habe ich auch noch einige alte Rechner, die lediglich VGA-Ausgänge haben. Und die möchte ich auch gerne aufnehmen können. Also war eine Bedingung, dass die Capture-Karte auch analoge Signale aufnehmen kann und digitalisieren kann. Und das kann die Capture-Karte ja. Ja, diesbezüglich war sie aber auch nicht ganz billig. Kann man sich gut vorstellen. Ansonsten begeistert bin ich auch von den zahlreichen USB 3.0 und 3.1 Gen 2 Anschlüssen des Mainboards. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB 3.0 Ports und 2 USB 3.1 Gen 2 Ports verbaut. Hier seht ihr jetzt die Rückseite des Mainboards.
wo die ganzen Kabel langlaufen. Erstaunlich ist, wie viel Platz das Be Quiet PureBase 600 hinter Mainboard noch bietet, damit man auch ein gutes Kabelmanagement hinbekommt. Und hier sitzen jetzt die ganzen Festplatten. 4 Stück. Naja, 2 Festplatten und 2 SSDs. Wenn ich jetzt nochmal mein erstes PC-Gehäuse davor schiebe, Moment, ich muss mal kurz das Seitenpanel, das zweite, abnehmen, um den Blick auf die Rückseite des Mainboards freizugeben. So. Dann wird man feststellen, dass dieses Gehäuse kaum Platz für Kabelmanagement bietet. Und dementsprechend ist mir das Kabelmanagement damals ja auch noch nicht so gut gelungen wie jetzt. Weil wenn man sich das mal im Vergleich anschaut, dann ist mir bei meinem aktuellen PC schon ein kleines Kunststück gelungen. Mit dem Kabelmanagement meine ich. Das ist mein erster Primär-PC, wie ich ihn 2012 kaufte. Wie gesagt, das Mainboard ist nicht mehr original, das Netzteil auch nicht mehr. Das sind Modelle, die ich später gekauft hatte. Und das ist mein jetziger. Das hier ist mein jetziger Primär-PC. Ja, der natürlich auch deutlich leistungsfähiger ist. Allein schon auch von der Grafikleistung her, ne? Ich wollte euch das ja nochmal ganz kurz mit dem RGB-Stripe in meinem aktuellen Be Quiet-Gehäuse zeigen. Na, und zwar habe ich den hier oben reingeklebt. Man hätte ihn auch hier, da wo man auch Wasserkühlungen hätte montieren können, ankleben können. Hier direkt in der Mitte. Hier unter das Dach, hier in der Mitte. Allerdings hätte ich mir somit dann die Möglichkeit versperrt, noch weitere Kühlungsmöglichkeiten später einzubauen. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich hier eine ganz gute Position für den RGB-Stripe gefunden. Der Rechner auf der linken verdeutlicht, wie damals echte High-End-PCs ausgesehen haben könnten. Das ist mein sogenannter jetziger Zweitgaming-PC. Und da habe ich Hardware vom Feinsten aus dem Jahre 2011 eingebaut. So, und wenn ich das jetzt nochmal hier vergleiche, ich drehe die mal. Das hier ist ein Shakun T28 Green Edition Gehäuse. Nee, Blue Edition. Das konnte man auch 2011 kaufen. Ist auf jeden Fall ein deutlich besseres Gehäuse als dieses billige Intertech Starter NO2. Ja. Das hier hat auch ein Sichtfenster, wo man auch schon die beiden GeForce GTX 580 Grafikkarten im SLI verschaltet erahnen kann. Und ich mache jetzt mal hier das Seitenpanel ab. So. Ja, dann sieht man nämlich die Innereien noch besser. Angetrieben wird das Ganze von einem Intel Core i7-2600K. Gekühlt von einem EKL Alpenfünfmatter Pure. Ich glaube, den konnte man erst 2012 kaufen, aber ist trotzdem ein echt unglaublicher 30€ Luftkühler. Dazu ein 16 GB Dual Channel DDR3 2400er Speicherkit auf einem Asus P8 P67 Pro Motherboard. Wie gesagt, habe ich bei dem Rechner ja auch ein Nvidia GeForce GTX 580 SLI Setup verbaut und dementsprechend muss das Netzteil dafür auch ausgelegt sein. Es ist ein Thermaltake Smart M mit 750 Watt. Damit die ganze geballte Power ja auch mit genügend Energie versorgt werden kann. Neben einer 320 GB und einer 160 GB HDD, ja, ich weiß, eine etwas ungewöhnlichere Kombi, ist auch eine 120 GB Intenso High Performance SSD verbaut. Die sitzt in diesem Schacht hier. Ich glaube, die konnte man damals noch nicht kaufen, allerdings konnte man damals schon 120er SSDs kaufen. Auch mit SATA 6 GB Anschluss. Ja, und ich zeige euch noch mal kurz die rückwärtigen Anschlüsse.
Vielleicht nehme ich auch nochmal gleich das andere Seitenpanel ab, dass ihr auch einen Blick hinter dem Mainboard werfen könnt. Ja, hier ragen noch zwei lange WLAN-Antennen hervor, weil ich noch eine WLAN-AC-Karte von D-Link verbaut habe. Ja, die konnte man ehrlich gesagt im Jahre 2011 noch nicht kaufen. Aber man muss sich ja auch was gönnen dürfen. Naja, damals gab es eben höchstens WLAN N auf 5 GHz, aber noch kein WLAN AC-Standard. Diesbezüglich müsst ihr euch die WLAN-Karte jetzt mal kurz wegdenken. Naja. Ansonsten hat das Mainboard auch schon USB 3.0 Anschlüsse, was eben H61 nicht bot. Wobei die USB 3.0 Anschlüsse damals noch per Zusatzcontroller implementiert werden mussten, was heutzutage ja über den PCH erfolgt. Nun ja, okay, dann nehme ich euch nochmal kurz das andere Seitenpanel ab. Der Rechner ist natürlich gut zu hören, wenn er ausgelastet ist. Bei zwei Grafikkarten kann man sich das natürlich schon ganz gut vorstellen. Allerdings liegen die Temperaturen erstaunlicherweise noch im unbedenklichen Bereich. Da braucht man sich noch keine große Sorgen machen. Der Rechner wird von 320er Lüftern ziemlich gut gekühlt. Und wenn ich euch jetzt hier die Rückseite zeige, ja, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Ne? Ja, aber bei so einem günstigen Gehäuse kann man natürlich kein gutes Kabelmanagement hinbekommen. Das, was ich hier noch versteckt habe, ist das 8-polige GPU-Stromkabel, weil ich es nicht brauche, und noch so ein Anschlusskabel des Frontlüfters. Ja, bei dem kann ich natürlich hier die ganzen Stromkabel und so weiter ganz gut hinten verstecken. Übrigens gab es damals diese Shakun T28 noch nicht mit USB 3.0 Frontanschlüssen. Das Gehäuse hatte damals 4 USB 2.0 Anschlüsse gehabt. Die USB 3.0 Anschlüsse kamen erst bei späteren Revisions des Gehäuses hinzu. Und hier habe ich noch so einen SATA-Wechselrahmen verbaut, wo ich dann interne Festplatten mit SATA-Anschluss im 3,5 Zoll Format im laufenden Betrieb einschieben kann. Die werden dann erkannt. Ja, so viel zu meinen Primär-PCs. Ja, so ein Rechner wie der hier auf der linken konnte ich mir damals keinesfalls leisten. Aber ja, ich hatte natürlich schon von der GeForce GTX 580 geschwärmt. Das war mir natürlich schon bewusst, aber konnte ich mir eben nicht leisten. Ne? Ja, und jetzt, ja, mit den Jahren, ja, ist ein Traum dann doch noch in Erfüllung gegangen. Ja, gut, die Grafikkarten gibt's gebraucht schon ab 50 Euro. Damals haben die bestimmt über 400 Euro gekostet. Also waren, ja, zu teuer gewesen. Ja gut, meine GeForce GTX 1080 in meinem jetzigen Primär-PC hat ja auch 500 Euro gekostet. Achso, ich stehe vielleicht ein bisschen im Weg. Ja, das wäre so die Geschichte meines Primär-PCs. Bis zum nächsten Mal wieder.